Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play House Party. Wir haben da so ein gewisses Schlangenproblem und haben immerhin die gute Lea dafür rekrutiert, dass sie uns hilft, das Viech zu finden. Aber, na, jetzt müssen wir erstmal selber gucken, ob wir irgendwie eine Chance haben, bei dem Viech zu landen, Schrägstrich, das überhaupt aufzustöbern. Jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich denn jetzt genau tun muss. Aber zumindest sitzen hier jetzt ziemlich viele Leute oben ohne rum. Wenn ich eines bei dieser Party geschafft habe, dann wenigstens das. Auch wenn ich Amys neu entdeckte Freizügigkeit etwas irritierend finde, aber okay. So, warte mal. Ich guck doch einfach mal. Sieh's, ich soll das Licht anmachen. Kontakte, Sprachnachrichten, weniger? Nee. Licht an, aha. Haha, ich kann hier Licht machen. Cool. So, dann gucken wir doch mal, ob hier eine Schlange ist. Kann ich crouchen? Ja, ich kann crouchen. Hier ist keine Schlange. Also zumindest sieht es hier nicht nach Schlange aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ha. Sieht nicht nach Schlange aus hier. Hallo? Schlange? Ne. Also so dunkle Ecken oder so gibt es hier, glaube ich, nicht. Zumindest keine, die ich nicht irgendwie ausleuchten könnte. Und hier ist der Behälter, wo die lustige Unterwäsche drin war. Oh mein. Ja, hier ist auch nichts drin. Tja. Ich glaube mal, dass das irgendwie. Nö. Wir haben hier sehr viel Licht. Nö. Also ich glaube mal, das ist jetzt hier eher nicht der Fall. Hoch. Was ist los, Lea? Ist doch gar nicht so witzig. Okay. Hilfst du mir? Hallo? So, guck mal. Opa. Shit, wieso bin ich denn. Warum habe ich nichts an? Upsi, ich zieh mal die Hose an und so und die Schuhe. Bevor die Schlange mich frisst. Und jetzt ist irgendwie auch das Handy weg. Warum habe ich jetzt hier kein Licht? Was ist das denn für ein Mist? Ich hatte doch hier gerade das Handy noch. Hallo? Wie soll ich denn jetzt hier eine Schlange finden? Hallo, Lea? What's going on? Good to see you again. Ha. Irgendwie hat sich da jetzt nichts getan und irgendwie habe ich jetzt das Handy weggeschmissen. Was soll der Shit? Okay, ich sehe schon, ich werde das wahrscheinlich neu laden müssen. Was ein Mist. Das ist doch nicht lustig. Okay, also müssen wir nochmal neu. Irgendwie, keine Ahnung. Weil ohne das Handy geht es jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter, weil ich habe keine andere Lichtquelle. Boah, ich habe das aber auch nicht weggeschmissen oder so. Ha. Okay, also irgendwie scheint das so ein bisschen kaputt zu sein. Ach Gott, immer wieder herrlich. Wenn dann mal die Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen. Okay, ich bin gleich wieder da. So, also da sind wir wieder. Neu geladen. Jetzt gucke ich mal. Ich stelle mich jetzt einfach mal hierher und warte, dass die gute Lea auftaucht. Aber es hieß, wir sollten auf jeden Fall auch Licht anmachen. Weniger. Licht an. Ups. So, ich habe hier Licht. Jetzt fehlt uns nur noch die gute Lea. Warte mal, ich zieh mal Schuhe an. Ich komme mir hier so ein bisschen blöd vor. Das ist noch mein Outfit von der lustigen Poolparty, definitiv. Lea, wo bist du? Ich bräuchte mal helfende Hände und so. Sonst finde ich doch die Schlange nicht ohne dich, Mensch. Oh, wo ist sie denn? Lea? Ach, ist das bescheuert. Dumm-di-dumm. Ich fürchte, wenn ich jetzt hier rauslaufe, dann verschwindet das Handy in meiner Hand. Und die gute Lea kommt einfach nicht. Hallo Mädel, wo bist denn du? Ah, wobei ich könnte natürlich, wenn ich es nochmal neu lade, versuchen, sie hier nach unten zu locken. Zu Frank. Weil man kann ihr ja sagen, so, hey, Frank braucht dringend deine Hilfe beim Bewachen des Alkohols. Und dann geht sie nach unten in den Raum hier rein. Sag mal, hat mein Avatar irgendwie abgefressene Nägel? Die sehen so unsauber aus irgendwie. Ja, irgendwie kommt die nicht.
Madison, mit deinem Handy habe ich hier so ein bisschen Spaß vor. La la la, la la la, la la, la la. Ich mach mal das. Nein, du bist doch nicht Lea, hallo? Mädel, pass auf, die Schlange frisst dich. Die Schlange, dun dun dun. du bist die Falsche. Also eigentlich hätte ich jetzt gerne Lea. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Nee. Mensch, Lea, wo bist denn du? Ich brauch dich. Oh, das ist doch Kacke. Okay, also irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Wir machen hier ganz, ganz viel Licht in dem Raum und so. Boah, Lea, jetzt komm doch mal rum. Hallo. Schlangensuche und so. Ah. Also irgendwie läuft das doch hier überhaupt nicht. Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe, Mädel. Wo bist denn du? Und wahrscheinlich sieht uns gleich Madison mit ihrem Handy und macht dann erstmal voll Rabatz oder so, weil ich den Akku leer mache. Upsi. Lala, nein, 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 ich habe auch ein pinkes Handy. Oh Gott. Alter, was ist denn das jetzt hier? Wo ist das Mädel? Lea? Hallo? Oh Mann. Also wir versuchen hier jetzt voll die Schlange zu jagen und das Mädel ist weg. Komm mal rum. Ich schaue jetzt mal, wo sie ist. Lea? Ja, auf jetzt, ne? Schlange jagen. Hey man, I'm gonna be seeing spots all night if you keep that shit up. Shine that somewhere else. Okay. Hey Mann, ich werde die ganze Nacht Lichtflecken sehen, wenn du so weitermachst. Leuchte woanders hin. Entschuldigung. Jetzt komm halt mit. Wir müssen eine Schlange jagen. Also im Ernst, Mädel, du bist nicht konstruktiv. Okay. Also, jetzt fangen wir mal hier mit der Schlangensuche an. Ja, hallo? Mädel? Ich werde ja noch bescheuert. Gibt's das? Hallo? Lea, wir haben hier was zu tun. Oh, es ist doch nicht die Möglichkeit. Kann ich mit der reden, Hey, während ich dude, das Handy how's it habe? hanging? So, ich schick dich jetzt mal weg. Vielleicht geht das ja auch nur, wenn eine bestimmte Person hier drin ist. Mal gucken. So, jetzt Lea, komm mal rum. Wir müssen mal dringend hier eine Schlange beleuchten. Hallo? Ja, nicht beim Pool stehen bleiben. Alter, das ist doch bescheuert hier. Okay, jetzt warte mal. Ich mach das mal wieder aus. Kann ich das ausmachen? Nee, kann ich nicht. Also ich bin jetzt, oh, warte mal. Licht aus? Ah, sehr gut. Nehmen. Ah, ich kann es wieder einstecken. Das ist gut. Cool. So, Lea, jetzt komm doch mal rum. What's going on? Good to see you again. In Ordnung, ich glaube, ich hab's. There we go. We're gonna shine bright like a diamond with that phone. All right. I'm no Steve Irwin, but snakes like dark, dank places to hide. Let's start with the first floor and we'll work our way up if we have to. Es geht los. Wir werden mit diesem Telefon hell leuchten wie ein Diamant. In Ordnung, ich bin kein Steve Irwin, aber Schlangen mögen dunkle, feuchte Orte zum Verstecken. Beginnen wir mit dem ersten Stock und wir arbeiten uns dann nach oben, wenn es sein muss. Erster Stock? Leute, das Haus hat nur zwei Stockwerke, nämlich das Erdgeschoss und den ersten Stock. Sollen wir auf dem Dach rumkrebsen oder was? Lass uns hoffen, dass wir das nicht tun And müssen. you're running point, my man. But don't worry, if anything comes popping out at you, I'll be right there to ha, chaw, judo chop that no-neck motherfucker. Genau, aber keine Sorge, wenn etwas auf dich zukommt, bin ich gleich da, um diesen Motherfucker ohne Nacken zu verklopfen. Okay. Yay, okay, sie ist definitiv enthusiastisch, ich merke das schon. Okay, dann lass uns doch mal hier in die Garage gehen. Ah, jetzt kommt sie auch The mit. garage. Yeah, that's a dank place if I've ever seen one. And I don't mean like, yo, this weed is dank as fuck. I mean like, it smells like old ball sack in here, kind of dank. I'm right behind you, champ. Die Garage. Ja, das ist ein feuchter Ort. Und ich meine nicht, yo, dieses Gras ist feucht wie Scheiße. Ich meine, es riecht nach altem Hodensack hier drin. Irgendwie feucht. Ich bin direkt hinter dir, Champ. Wie
Wie riecht denn bitte alter Hodensack? Im Ernst? Wer kommt auf solche Vergleiche? Das ist so eklig. Ah. Es gibt besser eine Art Belohnung dafür. Mhm. Okay, also Handy raus. Licht an. So, jetzt gucken wir doch mal hier in die Ecke. So, hier hinten. Uah! Scheiße, die Schlange ist hier irgendwo. Okay. Also gucken wir erstmal hier, ob das Viech hier irgendwo rumgurkt. Uah! Alter! Hier ist tatsächlich eine Schlange. Oh, fuck. Fuck, die Schlange ist ja wie Flash. Ja, okay. Lea, du stehst im Weg. So, jetzt gucken wir doch mal, ob hier noch irgendwo was ist. Shit in my ass and call me Tuesday. Did you see the size of that thing? I thought we were just wrangling some little puny garden snake. That thing was the Godzilla of all danger noodles. The stakes have changed, my man. Scheiß mir in den Arsch und nenn mich Dienstag. Das klingt irgendwie sehr eklig. Sehr, sehr eklig. Hast du die Größe dieses Dings gesehen? Ich dachte, wir würden uns nur mit einer mickrigen kleinen Gartenschlange anlegen. Das Ding war der Godzilla aller gefährlichen Nudeln. Die Einsätze haben sich verändert, mein Freund. Yep, und er kann sich bewegen. Ich hab ihn nicht mal gesehen. What's the matter with you, man? You're way too slow. You're not scared, are you? Was ist los mit dir, Mann? Du bist viel zu langsam. Du hast keine Angst, oder? Okay. Zu meiner Verteidigung, das ist eine sehr angespannte Situation. Wie kann ich Angst haben, wenn jemand wie du an meiner Seite kämpft? Oder du hast zu viel geschrien und mir nicht gesagt, wohin ich das Licht richten soll. Ach, ich schmeichle ihr mal ein bisschen so. Hey, wie kann ich Angst haben, wenn jemand wie du an meiner Seite kämpft? I may be a knight in shining armor, but this isn't a one-woman operation. What you need is confidence. Confidence in your abilities. Ich mag ein Ritter in schimmernder Rüstung sein, aber das ist keine Ein-Frau-Operation. Was du brauchst, ist Vertrauen. Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hä? Was meinst du? What I mean is that I have to be able to trust you to have my back. And if you're not confident, I'm gonna feel like my bare apple-bottom ass is blowing in the wind. And I ain't trying to get no fang marks in my ass tonight. Nuh-uh. Also, was ich meine ist, dass ich in der Lage sein muss, dir zu vertrauen, dass du mir den Rücken frei hältst. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass du das kannst, werde ich das Gefühl haben, dass mein nackter, abflunder Arsch im Wind weht. Und ich will nicht, dass mir heute Abend kleine Bisswunden in den Hintern verpasst werden. Nope. Okay, ich werde einfach schneller mit der Taschenlampe sein. Upsi, Alter. That's not enough. Like I said, confidence in your abilities. Meaning mental and physical. Speaking of, come on, put your hands up and show me what you got. Das ist nicht genug. Wie ich schon sagte, vertraue in deine Fähigkeiten. Das bedeutet mental und körperlich. Apropos, komm schon, nimm die Hände hoch und zeig mir, was du drauf hast. Das klingt irgendwie so ein bisschen ungesund. So ganz wenig. Ich will eigentlich nicht mit dir kämpfen, Mädel. Also so ganz zufälligerweise. Ich will dich kämpfen. Psst, believe me, it won't be a fight. I'm the self-defense darling, remember? You swing, I block. Land 5 punches, and I'll know you got what it takes to help me take this beast back to whence it came. Glaub mir, es wird kein Kampf sein. Ich bin der Selbstverteidigungskünstler schon vergessen. Du schlägst zu, ich blocke dich ab. Lande 5 Schläge und ich werde wissen, dass du das Zeug dazu hast, mir zu helfen, dieses Tier an den Ort zurückzubringen, von wie es herkam. Also ich weiß ja nicht, wenn du drauf bestehst, ich will eigentlich nicht mit dir prügeln. Du hast doch kein Kampftraining absolviert, also sind deine Fähigkeiten, naja, du hast keine. Die Standardtaste, um den Kampfmodus zu betreten, ist die Leertaste. Du wirst deine Gesundheit unten rechts auf deinem Bildschirm sehen. Wenn du mit der linken Maustaste klickst, wirst du einen einfachen Schlag austeilen. Wenn du einen Charakter triffst, wird er zu deinem Kampfziel. Und du wirst deine Gesundheit oben rechts auf deinem Bildschirm sehen. Dieser Charakter wird unzufrieden mit dir sein. Weiterklicken, um mehr Kampfhilfe zu erhalten, okay? Mit jeder Attacke verbrauchst du einen Teil deiner Angriffsenergie, wie unten links auf deinem Bildschirm gezeigt. Wenn deine Energie zu niedrig wird, kannst du bestimmte Angriffe nicht mehr ausführen, nachdem du sie freigeschalten hast, oder sogar überhaupt angreifen. Die Energie wird sich von selbst regenerieren. Das Sprinten im Kampfmodus halbiert deine Energierückgewinnung. Okay, weiterklicken. Wenn ein Charakter dich trifft, erleidest du Schaden und kannst betäubt werden, sodass er dich wieder angreifen kann. Viele Charaktere können deine Angriffe blockieren und so deinen Schaden reduzieren.
Verschiedene Charaktere stellen unterschiedliche Gefahrenstufen dar und je nach deiner eigenen Fähigkeit sind Kampfwerte und Bewegungsabläufe, die du freischaltest, möglicherweise nicht zu schlagen. Du kannst deine Kampfwerte erhöhen, indem du bestimmte kleine Aktionen ausführst und Bewegungsabläufe freischalten, indem du bestimmte Inhalte ausführst. Viel Glück. Okay. Da du gerade erst mit dem Training beginnst, wird Lia nicht zurückschlagen. Vorerst. Ich komme mir dabei irgendwie falsch vor. So, das packen wir jetzt mal lieber weg. Okay, also ich soll ihr einen verpassen. Ich komme mir dabei irgendwie so falsch vor. Also gut, so richtig schön. In your face. Yep. Okay, also zumindest einmal schlagen haben wir geschafft. Now that's what I'm talking about. Didn't that feel good? Das ist es, wovon ich rede. Hat sich das nicht gut angefühlt? Ich kann mir eine andere Aktivität vorstellen, die sich doppelt so gut anfühlen würde mit der genau gleichen Menge an Schweiß. Zwinker. Oh Gott, nein. Oh, diese Sprüche. Echt. Aber ich komme mir irgendwie so schlecht vor, wenn ich jemanden schlagen soll. Echt. I'm catching your drift. Believe me, that kind of banging around is pretty high up on my list as well. If this self-defense studio plan of mine works out, I'll get this workout during the day and that workout at night. Round the clock titillation. Kompobra piept verdächtig. Ja, nee, der hat sich jetzt nicht einzumischen. Ha, ich verstehe dich. Glaub mir, diese Art von Herumtoben steht auch auf meiner Liste, ganz oben. Wenn dieser Selbstverteidigungsplan von mir funktioniert, bekomme ich das eine Training tagsüber und das andere Training nachts. Rund um die Uhr geht es dann ab. Nicht einmal fürs Fuck. Wochenende. Well, at least I know I can count on you. We really better get back to the hunt. Fuck, zumindest weiß ich, dass ich auf dich zählen kann. Wir sollten uns wirklich besser wieder auf die Jagd begeben. Okay, ich fange schon an zu schwitzen, ich brauche eine Pause. Vielleicht werde ich mal sehen, was sonst noch vor sich geht. Aber ich komme zurück. Oder ich bin bereit, lass uns diesen Bastard bis ans Ende der Welt verfolgen. Oder zumindest bis ans Ende der Grundstücksgrenze. Okay, wir nehmen natürlich das Letzte. Wir wollen die Schlange natürlich fangen. Well, a snake that big, that can't be from around these parts. We must have some kind of escape from the zoo situation on our hands here. Naja, eine Schlange, die so groß ist, die kann nicht von hier in der Nähe stammen. Wir müssen hier eine Art Flucht aus dem Zoo-Situation haben. Naja, es ist mehr so eine Flucht aus Ashleys Zimmer-Situation. You can't be serious. That thing lives here? Show me. Das kann nicht dein Ernst sein. Dieses Ding lebt hier. Zeig's mir. Ja, komm mal mit, Mädel. Ich zeig dir das. Dumm, die dumm, die dumm. Oh Gott. Oh mein, mein. Also das ist schon so ein bisschen. Ja, da kommt sie. Schön. Also zumindest das funktioniert nach kleinen Anlaufschwierigkeiten. She was keeping that giant ass snake in this tiny fucking cage? No wonder it's out for blood. This is like when they made that wizard with the dick on his forehead live underneath the stairs. Okay. Sie hielt diese riesige fucking Schlange in diesem verdammt winzigen Käfig? Kein Wunder, dass das Ding auf Blut aus ist. Das ist wie damals, als sie diesen Zauberer mit dem Schwanz auf der Stirn unter der Treppe leben ließen. Harry Potter, ich denke, das hast du falsch in I Erinnerung. wouldn't even care if the cage was like the Playboy Mansion of snake cages. You don't keep a monster like that. You suburban types do the weirdest shit. Why do y'all try to make pets out of beasts that are put on this earth for the sole purpose of fucking humans up? God damn! Es wäre mir egal, wenn der Käfig so wäre wie die Playboy-Villa der Schlangenkäfige. Man hält ein solches Monster nicht fest. Ihr forschtet Menschen, macht den weirdesten Shit. Warum versuchst du, Haustiere aus Bestien zu machen, die auf diese Erde gebracht wurden, nur um Menschen zu ficken? Gott verdammt! Die wurden auf die Erde gebracht, um Menschen. Was? Mädel, du hast eine interessante Fantasie. Ich beschuldige den Rotary Club, vielleicht die Hoa. Also, was ist unser nächster Schritt? Weitersuchen? Our next move is to keep searching, but hold up. This cage only opens from the outside. That latch was undone. Somebody let this snake loose. Why the hell would they do that? Unser nächster Zug ist es, weiter zu suchen, aber halt die Klappe. Dieser Käfig öffnet sich nur von außen. Der Verschluss wurde gelöst. Jemand muss diese Schlange losgelassen haben. Warum zum Teufel sollte man das tun? Ja, wer sollte denn sowas wohl nur tun?
Jemand will heute Abend Blut sehen, jemand mit Reißzähnen. Oder jemand wollte, dass die Schlange frei ist, um ihr Leben zu lieben. Boah, das sind ja beides beknackte Antworten irgendwie. Ich nehme mal das mit der Freiheit. As nice as their intentions were, someone has put this party into a DEFCON 1 situation. We're talking about hide your kids, hide your wife, DEFCON 1. And you and me, we're gonna fix this. Wie schön ihre Absichten auch waren, jemand hat diese Gruppe in eine DEFCON 1-Situation gebracht. Wir reden davon, deine Kinder zu verstecken, Ehefrauen zu verstecken, DEFCON 1. Und du und ich, wir werden das in Ordnung bringen. Ja, sie werden Lieder über unseren heutigen Sieg singen. Man, I really hope I can make Sensei proud when we bag this thing. With my self-defense studio coming together, I could really use an endorsement from a local hero like him. Mann, ich hoffe wirklich, dass ich Sensei Frank stolz machen kann. Wenn wir dieses Ding einfangen, wenn mein Selbstverteidigungsstudio zusammenkommt, könnte ich wirklich die Unterstützung von einem Lokalhelden wie ihm brauchen. Ja, das ist schon was. Lass uns einfach weiter nach der Schlange suchen. Und übrigens, Frank ist kein lokaler Held. Der ist ein ganz fieser Meth-Dealer. Yeah, oh yeah. So let's search... Wait, you hear that thud? And that was a hiss, man. Something's hissing. Track that shit down. Oh ja, oh ja, ja. Lass es uns suchen. Oh, warte, hörst du das dumpfe Geräusch? Und das war ein Zischen. Oh Mann. Irgendwas läuft hier schief. Find das Scheißding. Oh, Scheiße. Ah, I see you're a man of culture as well. What? Es kam von irgendwo hier in der Nähe. Wahrscheinlich ein anderer dunkler Ort. Wie unheimlich. What? Ich sehe, du bist auch ein kultureller Mann. Patrick, wie kommst du jetzt auf die Idee? Hast du eine Schlange in deiner Hose oder was? Oh, er sieht schon so aus, als hätte er eine Schlange in der Hose. Oh, dieses Gesicht, wie geil. Hilfe. Come on. I heard what was happening in the garage. The others may not know, but a man of taste like myself knows the sounds of a dom brominating her sub. You kinky, kinky bra. Komm schon, ich habe gehört, was in der Garage passiert ist. Die anderen wissen es vielleicht nicht, aber ein Mann mit Geschmack wie ich kennt die Geräusche eines Dom, der seinen Sub dominiert. Du perverser, perverser Bra. Okay. Alter, sie hat mir Kampftraining gegeben, sonst nichts. What? Oh, yeah, I knew that. Brombat Training. Innocent, non-pleasure-filled, leather-free Brombat Training. Was? Oh, ja, das wusste ich. Brombat Training. Unschuldiges, nicht genussvolles, lederfreies Brombat Training. Nix. You know, my company is prototyping some VR Brombat Training stuff that's showing some real Brahmas. My own little side project is a choking peripheral you can wear like a collar, and then the Dom can... never mind. It's just VR Brombat, for Brombat purposes. I've got my case around here somewhere. Maybe I can show you the prototype. Where the hell did I put that thing? Weißt du, dass meine Firma einige VR Brombat Trainingssachen prototypt? Oh Gott. Mein eigenes kleines Nebenprojekt ist ein erstickendes Peripheriegerät, das man wie ein Halsband tragen kann und dann kann der Dom, vergiss es, ist nur VR Brombat. Für Brombat-Zwecke. Ich habe meinen Koffer hier irgendwo, vielleicht kann ich dir den Prototyp zeigen. Wo zum Teufel habe ich das Ding hingelegt? Kampftraining. Of course you'd have to scan somebody to serve as your AI Avibra. The only Avi I have in there now looks like the Gimp from that Bruce Willis movie. And that's not your thing. Or my thing either. But first I have to find that friggin' case. Natürlich muss man jemanden scannen, um diese Person als KI Avibra zu verwenden. Die einzige Avi, die ich da drin habe, sieht jetzt aus wie der Gimp aus diesem Bruce Willis-Film. Und das ist nicht dein Ding und auch nicht mein Ding, aber zuerst muss ich diesen verdammten Koffer finden. Verdammt, wegen deiner, deiner verrottenden, mit Alkohol getränkten Hirnzellen. Okay, also ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen, um meine Verprügelskills ein bisschen zu skillen und vielleicht sollte ich einfach den Koffer versuchen zu finden, über den er spricht. Okay, also ihr Lieben, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall diese Schlange jagen und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht ein bisschen VR-Kampftraining machen kann, weil den Koffer habe ich ja ganz zufälligerweise in meinem Inventar, hier am Körper, diesen Mega-Koffer. Mhm. Ihr Lieben, macht es gut, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bevor jetzt hier noch mehr Leute in dieses Zimmer reinkommen. Macht's gut, bis dahin und tschö.